und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, ob es geht, dass wir mit einer Autobatterie Wickschweißen können. Ja, ich habe jetzt im Internet schon einiges gesehen über Autobatterieschweißen und man sieht dann immer hier wieder mit Elektroden. Ja, das geht, man kann ein bisschen was schweißen, ich habe es gesehen, kurze Stücke, aber es ist nichts Solides, sage ich jetzt mal. Man muss immer gucken, dass die Stromstärke oder dass die Batterien immer gut sind, dass man immer eine konstante Stromstärke hat. Also man muss auch schon gerade die Dicke wählen. Ja, in meinem Fall habe ich einfach alte Autobatterie, die ausrangiert wurde, weil sie die Leistung nicht mehr brachte, also nichts Besonderes. Und ja, eine Autobatterie reicht nicht, weil wir brauchen ja 24 Volt. Eine LKW-Batterie habe ich nicht zur Verfügung. Deswegen habe ich hier noch eine zweite Autobatterie. Und ja, ich werde die ganze Batteriegeschichte jetzt dann in Reihe schalten, dass wir 24 Volt haben und werde dann damit versuchen, ob man wahrhaftig damit Wickschweißen kann. Ja, um damit Wickschweißen zu können, muss man natürlich noch ein paar Vorkehrungen treffen. Das zeige ich euch auch jetzt. Aber das Ganze hier ist nur ein Versuchsaufbau. Das ist nicht zum Nachahmen gedacht. Also die Batterien, die können explodieren. Also lasst die Finger davon. Das ist hier einfach nur ein einmaliger Test, um einfach mal zu zeigen, dass das tatsächlich funktioniert. Aber bitte nicht nachmachen. Dankeschön. So, und was ich jetzt alles dafür benötige und wie ich das alles konfiguriere, dass ich damit schweißen kann, ja, das zeige ich euch jetzt. Hier habe ich so einen Edelstahlwinkel mal vorbereitet, den will ich hier oben verschweißen. Also das ist somit das Erste, was ich testen will. Vielleicht kann man auch noch mehr schweißen. Mal gucken, wie lange die Batterien halten. Wie gesagt, die sind ausrangierte Batterien, die haben keine gute Leistung mehr. Mal gucken, wie weit wir kommen. Sind beide auf jeden Fall jetzt frisch geladen. Und schauen wir mal. So, um Wick zu schweißen, brauche ich natürlich als allererstes mal einen Wickbrenner. Da habe ich mir hier so einen Wickbrenner mal umgebaut. Und der Wickbrenner, der braucht hier so eine manuelle Gaszuführung, weil wir haben ja keine Steuerung. Das heißt, wir haben ja nur die Möglichkeit, Gas aufzudrehen oder wieder abzudrehen. Und da wir quasi kein Gasventil haben, das uns dann Gas bringt, also müssen wir das leicht aufdrehen, um überhaupt schweißen zu können. Weil ohne Gas haben wir ja das Problem, dass wir ja sowieso porös schweißen würden und auch es würde keine richtige Ionisierung stattfinden. Das heißt, der Lichtbogen würde überhaupt nicht zünden. Also dafür brauchen wir auf jeden Fall das Argon, was hier dann ausströmt. Ja. Dann habe ich hier hinten an meinem Wickbrenner, meinen umgebauten, habe ich diesen Gasanschluss, den ich dann direkt an meinen Manometer anschließe. Und hier habe ich noch eine Steuerleitung, die brauche ich natürlich nicht, weil es gibt nichts zu steuern. Und hier habe ich quasi meinen Massekontakt, an den ich die Autobatterie anschließen werde. Ja, so sollte es aussehen. Jetzt fange ich erstmal mit der Konfiguration der Batterien an, also die schalte ich jetzt erstmal in Reihe. So, dann verbinde ich erstmal einen Pluspol und einen Minuspol. Das Kabel lege ich mal nach hinten, das brauchen wir ja nicht. So, jetzt habe ich jetzt den Minuspol noch übrig. Da muss ja der Wickbrenner oder das Schlauchpaket, das muss damit verbunden werden, weil wir verschweißen ja beim Wick an Minus. So, dafür gehe ich her und klemme auch eine Zange an Minus. Und das andere Ende klemme ich hier an mein Schlauchpaket. So, soweit, so gut. Jetzt brauche ich natürlich noch das Massekabel, das ist das in dem Fall Plus, was ich an mein Werkstück führe. Aber ich muss auf jeden Fall jetzt als allererstes noch sehen, dass ich hier meinen Gasanschluss
noch an die Gasflasche bekomme. Und ich habe jetzt mal meine Batterieschweißmaschine auf meinem Schweißwagen installiert. Und ja, wir haben hier eine Spannung von 24 Volt und speisen hier circa so mit 60 Ampere. Ja, wie gesagt, eben schon, hier habe ich die Batterie in Reihe geschaltet. Und dann gehe ich an mein Schlauchpaket. Und die andere Seite ist natürlich an Minus, weil wir ja an Minus verschweißen. Jetzt muss ich nur noch hergehen und muss meine Massezange, die lege ich hier an Plus. So. Und die geht hier an mein Werkstück. Und dieses Werkstück, das wollen wir jetzt wegschweißen. Angeschlossen habe ich natürlich noch an mein Schlauchpaket hier mein Gasanschluss mit Argon 4.6. Das werde ich jetzt gleich aufdrehen. Und dann wollen wir mal gucken, ob das klappt mit dem Schweißen. So, ich bin jetzt soweit, dass wir testen können. Also ich werde jetzt gleich das Gas aufdrehen und dann werde ich natürlich hier so, oder vielmehr hier vorne will ich hier anfangen, will nach hier schweißen. Ja, muss ich sehen, dass ich da einen Kurzschluss machen muss, sehen, dass die Elektrode nicht festklebt, weil ich habe jetzt hier keinen Lift Arc, ich habe keine Hochfrequenzzündung, ich habe einfach nur, ich muss sehen, dass die Elektrode, dass ich die abziehe und dann muss der Lichtbogen kommen. Und dann ist der Plan, dass ich dann schweißen kann. Ich hoffe, es funktioniert. Sonst hätte ich mir die ganze Arbeit hier umsonst gemacht. Okay, gut. Dann würde ich sagen, dann drehe ich jetzt mal das Gas auf. So, Gas habe ich aufgedreht. Hier kommt auch jetzt das Gas. Ah, ich brauche noch Handschuhe. Okay. Handschuhe habe ich. So. Gas aufdrehen. Gas strömt. Okay. Dann geht's los. Oh. Sehr stark. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so stark ist. Das ist das Problem natürlich. Ich kann das nicht regulieren. Weil ich habe ja nur eine Stromstärke und damit muss ich klarkommen. Ich habe nochmal hier einen Schweißzusatz geholt. Ich muss meinen Helm noch aufziehen. In der Hoffnung, dass ich da ein bisschen mit abfangen kann. So, dann will ich es nochmal testen. Gas aufdrehen. Aber wie gesagt, das Zünden, das geht relativ gut. Loch drin, zu heiß und mein Helm hat nicht funktioniert. Na super, warum hat mein Helm nicht funktioniert? So. Also ihr seht, ich brauche hier dickeres Material. Hier für das Dünne ist die Batterie zu stark. So, jetzt habe ich etwas dickeres Material genommen, weil ich dachte ganz ehrlich, ja, da wäre nicht so ein Bums drauf, aber da ist echt richtig Qualm drauf. Obwohl ich hier nur eine 75 Ampere-Stunden Batterie habe und eine, was hat die andere, 44 Ampere-Stunden. Also ist doch ganz gut Feuer drauf. So, dann wollen wir jetzt mal gucken, ob es mit dem dicken Material jetzt klappt. Also schweißen kann man auf jeden Fall damit, das merke ich schon. Und was interessant ist, der Lichtbogen läuft ganz ruhig, ganz anders wie bei einer Schweißmaschine. Also es ist hier richtig schöner Gleichstrom. Und zünden geht auch richtig gut. Ich schweiße mit einer Autobatterie oder vielmehr mit zwei. Guckt euch das an, Leute.
Ist unglaublich. Und wie leise. Keine Maschine ist an, man hört das Gas sogar strömen. Unglaublich. Es geht. Ich habe jetzt nur keine Absenkung, also muss ich ein bisschen wegreißen und dann, ja, geht. Guckt euch das an, Leute. Mit der Autobatterie geschweißt. Wick. Ich bin total aus dem Häuschen. Genial. Super. Und vor allem, wie leise das ist. Man hört keinen Lüfter, man hört nichts. Und ich habe jetzt auch nicht gemerkt, dass jetzt die Leistung irgendwie nachgelassen hätte. Also das hat jetzt richtig gut funktioniert. Jetzt werde ich mal noch irgendwas anderes schweißen. Ich gucke mir mal an, ob die Videos einigermaßen schon was geworden sind. Und ja, dann gleich bis zum nächsten Werkstück. Richtig gut. Ich schweiße mit einer Autobatterie, oder vielmehr mit zwei. Guckt euch das an, Leute. Ist unglaublich. Und wie leise. Keine Maschine ist an, man hört das Gas sogar strömen. Unglaublich. Geht. Nun, jetzt habe ich das Ganze mal ein bisschen von oben gefilmt, damit man das auch sieht, dass ich hier auch meine Autobatterie benutze. Und ja, was ich noch dazu sagen muss, ist, als ich mir die Gedanken darüber gemacht habe, ob das funktionieren könnte, war ich ja erstmal skeptisch, ob das überhaupt zündet oder so. Aber das Zünden an sich, das funktioniert. Ich würde bald sagen, ähnlich wie Lift Arc, das geht relativ gut. Habt ihr jetzt hier gerade gesehen, ich habe da so ein bisschen abgeknickt und schon steht der Lichtbogen. Und ja, auch das Wickschweißen, weil man da wesentlich weniger Strom benötigt wie beim Elektrodenschweißen. Ja, habe ich mir gedacht, könnte das eventuell funktionieren. Aber dass es dann doch so gut funktioniert, das hat mich gerade auch selbst überrascht. Ich habe extra im Netz mal geguckt, ob es irgendwo was in der Richtung schon gibt, aber ich habe nichts gefunden, wo irgendwie jemand Wick mit einer Autobatterie schweißt. Und ja, dann habe ich gedacht, gut, testest du es einfach mal und guck mal, ob es klappt. Ja, und ihr seid dabei und seht gerade hier, wie ich am Schweißen bin. Es klappt wunderbar. Und die Leistung würde ich jetzt sagen, ja, kann man vielleicht wegschweißen, kann man so mit 9 Autobatterien eventuell so 30 cm kann man schweißen, bevor die Leistung dann nachlässt und man müsste dann wieder neu die ganze Geschichte aufladen. Jetzt gleich im Anschluss habe ich noch eine verdunkelte Version hier von diesem Schweißprozess, was wir jetzt, also dieses Schweißbild, was ich jetzt hier gerade filme. Dann könnt ihr euch das noch anschauen. Da sieht man dann auch ganz deutlich, wie nachher die Batterie oder die Batterieleistung nachher abnimmt. Jetzt müsste ich gleich fertig sein. Gut, absenken ist wie gesagt auch kein Problem. Ein bisschen den Lichtbogen abziehen, dass er erlischt und dann schnell wieder Gas hinterher. So könnte man es machen. Aber ich sag mal, sowas ist ja eigentlich eher nur für den Notfall gedacht. Wenn ich irgendwo bin und muss unbedingt was schweißen, habe keine Schweißmaschine, habe nur eine Gasflasche, habe zwar einen Wickbrenner, dann könnte ich das machen. So, jetzt tue ich noch ein bisschen Gas nachströmen lassen, damit der Edelstahl nicht verbrennt. Und jetzt kommt gleich die abgedunkelte Version. Alles schön kühl, nichts ist warm. Gas abdrehen, ganz wichtig. So, zünden auch. Das ist also unglaublich, wie gut das mit dem Zünden funktioniert.
So, und jetzt ist der Lichtbogen noch schön kräftig. Es läuft auch relativ schnell noch. Aber dann im Laufe von dieser Naht hier merkt man dann halt, wie das immer weiter oder wie die Leistung immer weiter abnimmt, also wie die Amperezahl sinkt. Aber ihr seht ja, dass der Lichtbogen schön gleichmäßig ist. Also ein ganz schöner Lichtbogen. Seht jetzt hier, der Kegel wird zwar immer ein bisschen kleiner, ich muss immer länger hinhalten, um alles aufzuschmelzen, aber das ist halt dann, das dauert halt nur jetzt in dem Fall ein bisschen länger, aber vom Schweißen her ist das natürlich auch trotzdem in Ordnung. Also man merkt ganz minimal, dass es immer schwächer wird. Also ist jetzt nicht so, dass es jetzt schlagartig an Leistung verliert. Also man kann schon relativ lang damit schweißen. Jetzt wäre jetzt so der Fall, wo ich sagen könnte, jetzt könnten wir anfangen und könnten irgendein dünneres Material mit der Autobatterie schweißen. So 1,5er Material oder so. So, jetzt bin ich fertig mit dem Schweißen. Hinten raus habt ihr gemerkt, wurde die Batterie langsam schwach. Da hat es immer ein bisschen länger gedauert. Okay, ich hatte euch ja gesagt, dass ich hier zwei alte Batterien hatte, ausrangierte Batterien. Aber wenn man sich überlegt, dass ich mit diesen Batterien geladen, drei Seiten komplett weggeschweißt habe, das klappte wunderbar, würde ich schon sagen, das ist erstaunlich. Ich hatte nicht erwartet, dass das so gut geht. Also ich bin echt begeistert darüber. Ja. Das ist halt ein Versuch wert gewesen. Also wenn es dann nachher klappt und das Ergebnis ist so wunderbar, bin ich echt zufrieden damit. Ja, wie gesagt, ohne Gas geht es natürlich nicht. Da muss auf jeden Fall Argon 4.6 dabei. Von den Batterien ist auch nichts warm geworden oder irgendwas. Das hat auch relativ gut geklappt, aber nichtsdestotrotz, macht es bitte nicht nach. Das war hier nur mal ein Test, dass es funktioniert. Also, wie würden die Mythbusters sagen? Confirmed. Hat geklappt. Also, dann sind wir hier am Ende. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, dann hoffentlich bald bei meinem nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.